Ja, wir von Rocher und Böhnemann sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst und geben auch den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft eine Stimme, den Reichen. Denn der arme Pöbel kommt ja schon genug zu Wort. Wir haben Sie, liebe Zuschauer, gebeten, uns eine Kopie Ihres Kontostandes zu schicken und der Absender mit dem höchsten Kontostand sitzt heute höchstpersönlich in unserer elitären Runde. Sein Name ist Björn Stransky. Er ist 18 Jahre alt und kommt aus Landau in der Pfalz. Der ausgezeichnete Tennisspieler ist traurigerweise glühender Fan des Trottelvereins 1. FC Kaiserslautern und kennt fast alle Songs von Bushido auswendig. Man weiß nicht, was cooler ist. Björn Stransky, gerade erst frischer Abiturient und trotzdem der reichste Zuschauer unserer Sendung, trinkt kaum Alkohol, raucht nicht und nimmt auch sonst keine Drogen. Er träumt von einer langen Reise nach Amerika. Geld hat er dafür eigentlich genug, nämlich um genau zu sein. 49.590,68 €.